Geschichten aus dem Seminargarten. Ja, nachdem ihr jetzt ihr schon so fleißig vom Roland erzählt habt, wer war denn eigentlich der Markus oder wie habt ihr den Markus erlebt? Der Markus fällt nicht groß auf. Und das mag im ersten Moment was sein, wo man sich sagt, boah, hey, der müsste doch viel mehr in der Öffentlichkeit stehen, viel mehr präsent sein. Der Markus ist aber eine Person, die eine Akkuratheit hat oder eine feine Art, die ich sehr, sehr schätze, die er sehr am Herzen liegt. Zum Beispiel, wenn man was falsch gemacht hat, ich war Mesner in meinen ersten Studienjahren und der Markus war derjenige, der zuständig war als Zeremoniar für die Mesner. Also der immer geschaut hat, dass alles am richtigen Platz ist, dass alles richtig läuft. Und ich habe zum Beispiel mal die Glocke, bam, wie man es halt macht, so fest geläutet. Und dann kam aber der Markus, und das war das Coole, kam er in Sakristei, während keiner da war, und hat mir unter vier Augen gesagt, hey Johannes, meinst du, kannst du die Glocke einfach leise läuten? Ne? Nicht, dass uns die mal runterfällt. Also mir geht es nicht um die Glocke, sondern mir geht es eigentlich eher darum, dass der Markus es geschafft hat, einem unter vier Augen zu sagen, was man ändern muss. Und dadurch auch ein Klima geschafft hat, wo man sich wohlfühlt. Und sagt, ja, den Rat nehme ich auch gern an. Und die Akkuratheit, die hat er nicht bloß in puncto Liturgie oder in seinen Aufgaben im Haus an den Tag gelegt, sondern der Markus, ja, ich würde schon sagen, das ist eigentlich ein stiller Macher einfach. Also der hat im Studium wie in seinem religiösen Leben mit oder Zusammenleben im Haus, hat der seine Sache gemacht und im Letzten die sich nicht selber groß in Vordergrund gestellt, sondern seinen Job mit einer, ja, Akkuratheit gemacht, aber vor allem auch konntest du von ihm alles haben. Also im Studium, wenn du einen Rat braucht hast, der war drei Kurse über mir, wenn ich von dem was braucht habe, irgendwas Skript oder irgendwas, ein Tipp oder so, von dem hat man immer alles haben können. Und in dem Kurs würde ich sagen, ist der Markus auch so ein Ruhepol, ja. Jemand, der ausgleichend ist, der sich nicht aufdringt und der in viele Situationen, wie auch bei uns zum Beispiel im Bibelkreis, einfach eine Ruhe reinbringt. Er mag vielleicht im ersten Moment etwas ruhiger erscheinen, aber im zweiten ist er dann sehr, sehr nah mit dem Einzelnen verbunden. Am Ende, oder wo er schon in der Pfarrei war, ist er mir mal auf dem Gang begegnet. Dann hat er gemeint, als ich ihn gefragt habe, hey, wie geht's dir? Ja, weißt du, Johannes, die einen, die gehen auf in der Pfarrei und die anderen, die verzehren sich. Und wer einen Markus kennt, der verzehrt sich mehr, weil er alles neu gibt, anstatt dass er aufgeht. Allein schon am Körpervolumen, es ist erkennbar. Also danke, dass ihr mir jetzt vom Markus erzählt habt. Er ist auch auf Exerzitien. Schließen wir ihn auch in unser Gebet mit ein und denken an ihn.